Das Becken ist randvoll mit klarem Bergwasser. Vermutlich füllen die Erdwichtel hier die Wasservorräte auf, die sie im Bergwerk bei sich tragen. Einige Dynamitstangen. Man fragt sich, wie die Erdwichtel an Dynamit rankommen. Die Fackel erhält den ganzen Gang. Ich komme da nicht vorbei, ohne entdeckt zu werden. Die Erdwichtel-Version eines Teddybären, wie mir scheint. Ein netter Akzent in der ansonsten recht rustikalen Inneneinrichtung der Höhle. Ein netter Akzent. Freie Bahn. Der Schacht führt tiefer hinab in den Berg. Unten sieht man schwachen Lichtschimmer. Vielleicht noch mehr Erdwichtel? Eine Holzkiste mit Eisenbeschlägen und einem massiven Schloss. Er passt. Daran liegen verschiedene Steine. Hey, die Steine ziehen sich an. Sie müssen magnetisch sein. Ich nehme einen mit. Mehr brauche ich nicht. Der Stein scheint magnetische Eigenschaften zu haben. Das heißt, er zieht andere Magneten und Metalle an. Also gut, ich binde den magnetischen Stein an die Schnur. Ans Ende des Fadens habe ich den magnetischen Stein gebunden.
ist so eine Art Wasser- oder Trinkschlauch. Die werden normalerweise aus bestimmten Dingen, aus Tieren hergestellt, aber ich will nicht ins Detail gehen. So viel Wasser in den Schlauch, wie es eben geht, und knote ihn dann zu. Ein Prachtstück. Der Schlauch ist prall mit Wasser gefüllt. Ich muss aufpassen, dass er nicht platzt. Die Fackel erhält den ganzen Gang. Ich komme da nicht vorbei, ohne entdeckt zu werden. Mutter. Diese Fackel ist nicht fest mit der Halterung verbunden, anders als die anderen. Die kann ich mitnehmen. Wenn ich die Fackel entzünden will, muss ich einen günstigen Moment abpassen. Die Erdwichtel könnten mich sonst erwischen. Wenn ich die Fackel entzünde... Also los! Ihr verdammt! Die Fackel brennt. Und bevor du fragst, wie ich eine brennende Fackel in der Tasche haben kann, es ist Magie. Haufen kleiner Steine und Staub. Vielleicht haben die Erdwichtel Gestein nach Edelstein durchsiebt und das ist dabei übrig geblieben. Also schön. Glattes Holzstück, etwa einen halben Meter lang. Ich würde sagen, es ist eine Art Stiel. Ein kleines Kupfervorkommen. Wenn ich eine Spitzhacke hätte, könnte ich es abbauen.
Da unten ist er. Ich stehe genau über ihm, aber er ist zu weit weg, um ihn zu greifen. Also schön. Was zum... Zur Hilfe! Wache! Ich schwebe! Wusa? Ja, Wusa! Ich werde entführt! Nein! Ich bin es, Wusa! Dieser Helm hat Schande über mich gebracht. Er soll nicht länger mein Prophet sein. Das ist Blödsinn! Hört nicht auf ihn! Er soll verbannt werden. Der Mensch aber, den er vertrieben hat, soll uns von nun an willkommen sein. Ich bin der Prophet. Wusa! 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 Nein! Wusa hat gesprochen! Auf dem Altar liegen alle möglichen Kristalle und Edelsteine. Goldnuggets. Und da einige Steine mit Silberadern. Ein Drachenkopf aus Stein. Völlig verrußt. Ein Erdwichtel fummelt an ihm herum. Ein Drachenkopf aus Stein. Ein Erdwichtel fummelt... Hallo, du? Wusa? Die Steinfigur da, kann ich die haben? Wusa? Du willst dafür etwas anderes haben? Ich glaube, ich habe nichts für dich. Wusa. Wusa! Sorry, sorry, nicht aufregen. Da passt aber einer auf. Er sieht etwas staubiger aus als unten in der Höhle, aber ansonsten scheint es ihm gut zu gehen. Gut? Ich werde dich, Halt die Klappe. Ich muss einen guten Freund retten und dabei wirst du mir helfen, ob du willst oder nicht. Ach. Nimm deine Finger weg! Nein, 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 nicht die fettigen Haare! Max. Oh, nee. Was macht denn die Dumpfbacke hier? Immer noch der Alte, was? Holen wir den Psychopathen etwa auch noch? Das Schwert? Das ist zumindest der Plan. Das wirst du mir büßen. Okay. Hast du Angst? Geht so. Du solltest starr vor Schrecken sein.
Bist du starr vor Schreck? Nicht wirklich. Was liest du da? Wie werde ich ein furchteinflößendes Monster in 14 Tagen? Aber ich habe gerade erst angefangen. Und im ersten Kapitel steht, man soll sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich funktioniert. Und es wird immer Leute geben, die einem den beruflichen Erfolg nicht gönnen. Klar,